Hallo und herzlich willkommen zurück. Und zwar wollen wir uns gerade an unseren tollen Computer setzen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich hab da was. Die Suche nach spanische Briefe und Verschlüsselung scheint vielversprechend, Just. Da schau her. Hier ist ein Wappen des Vizekönigs abgebildet. Und hier steht, dass früher Codes oft durch kleine grafische Veränderungen der Wappen verschlüsselt wurden. Schau's dir an, Justus. Hier ist der Brief, seht ihr? Hier sind drei verschlüsselte Stellen. Die ersten beiden sind das Abfahrts- und das Ankunftsdatum der Amazona. Die dritte müsste den Wert der Ladung beziffern. Hier finden sich tatsächlich drei markante Unterschiede zwischen dem Briefwappen und dem Internetwappen. Und welche? Sag schon, Just. Zeig sie uns auf dem Brief. Also, Unterschiede haben wir einmal hier. Da ist hier eine drei Striche. Hier sind keine. Hier haben wir einmal zwei Striche. Mitten direkt auf den Helm in der Mitte vorne dran. Und einmal haben wir hier in dem roten, ja, Gefieder oder, ja, Federn, was auch immer, noch ein Strich. Hier, das ist definitiv nicht auf dem Wappen im Internet. Genau, genauso wie der. Diese Stelle stimmt auch nicht überein. Richtig, und die auch. Und das sieht mir auch anders aus. Im linken Drittel des Schildes sind auf dem Briefwappen drei Markierungen zu sehen. In der Mitte zwei und rechts eine weitere. Was das wohl soll? Das muss der Code sein. Aber was fangen wir damit nun an? Ich habe da eine Idee, Kollegen. Ich denke, wir müssen die Buchstaben im Alphabet verschieben, um des Rätsels Lösung zu finden. Ah, dann können wir mal das neue Detektivprogramm Codewortknacker Version 1.0 testen, das mir Jelena geschickt hat. Warte, Justus, ich starte es schnell. Jelena? Ach so, die wieder. Die Daten der Abfahrt und Ankunft sind unwichtig. Wir suchen nur nach der Menge Golddublonen. Was muss man nun tun, Bob? Tja, du sagst es ja, dass man die Buchstaben um die Anzahl der Stellen verschieben muss, die uns die Markierung verrät. Wir haben drei Markierungen. Verstehe. Alle Markierungen weisen auf eine andere Anzahl an Stellen hin. Wir brauchen also die richtige Markierung. Genau. Dann wählen wir für jeden Buchstaben einen Austauschbuchstaben, der um die richtige Anzahl an Stellen verschoben ist. Korrekt, Chef. Das Programm überschreibt den jeweiligen Buchstaben dann. Und wenn das Wort vollständig ist, prüft das Programm automatisch, ob das neue Wort einen Sinn ergibt. Okay, ich probiere einfach mal einen Code aus. So, dann wollen wir mal den... Also das ist das Wort, was wir übersetzen sollen. Und zwar werden wir jetzt einfach mal einen Buchstabe nach dem Alphabet, also nach dem C kommt ja im Alphabet das D, bei dem Q das R... Und das werden wir jetzt einfach mal ersetzen. Also C wird halt zu D, Q wird zu R, D wird zu E, H wird zu I, R zu S und das jetzt zweimal. Und dann H zu I und F zu G. G. So, und dann S kommt T, A, Tau RS D wird ein E N und D. Na bitte, wer sagt es denn? Hört her, was der Vizekönig schrieb. Ich habe die Freude, euch berichten zu können, dass sich diese Ladung auf einen Wert von 30.000 Dublonen beziffern lässt. Das ist ja der Wahnsinn! 30.000 Dubletten! In der Tat, eine unglaubliche Menge. Übrigens sind es Dublonen, mein Junge, keine Dubletten. Erstaunliche Leistung, Jungs. Die Wissenschaft könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Bob, dein Laptop gibt Geräusche von sich. Das ist eine eingehende E-Mail. Ich schau mal nach, was es ist. Jo, E-Mails checken. Drei Fragezeichen und das Gold der Inka. Oder wie sich drei naseweise Kinder wieder mal in Gefahr begeben. Dieser Schmähartikel ist von Wilbur Graham. Woher weiß der denn das schon wieder? Hört her! Ausbruch des wahnsinnigen Geschichtsforschers Professor Schei.
Ex-Leiter des Historischen Forschungsinstitutes aus der Anstalt Best Hope. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl im Magen, Kollegen. Das schmeckt mir gar nicht. Da muss ich mich Peter aber anschließen, Just. Jede Stunde hier auf See kostet ein Vermögen. Wir sollten langsam zum Wrack tauchen. Justus, hast du Lust, bei der ersten Tauchfahrt dabei zu sein? Quasi als kleine Belohnung? Nur zu gerne, Sir. In einem früheren Fall der drei Detektive war ich auch bei einer sehr spannenden Tauchfahrt dabei. Hätte ich doch nur ein Foto von Justs Gesichtsausdruck, als er damals wieder aus dem Boot ausstieg. Bleich trifft es nicht ganz. Na, dann wollen wir bei den Justus in das U-Boot helfen. Na? Na dann, rein mit dir. Bitte, Justus, steig zuerst ein und stoß dich nicht. Es ist eng da drin. Kollegen, helft mir doch mal. Ich passe nicht ins Boot. Da sind wohl einige Banane-Erdnussbutter-Sandwiches dran schuld. Da muss ich mich Peter aber anschließen, Just. Weißt du noch die Geschichte mit dem Hehler, als unser Baby Fatso in einem Fahrstuhlschacht... Jetzt ist aber gut. Verdammt, Peter, drück mich hier rein. Ja, Peter, komm, tu ihm den Gefallen. Okay, und eins, zwei, drei. Autsch, so ein Mist. Na, wenigstens bin ich drin. Ihr macht mir einen Quatsch, Jungs. Justus, ich komm jetzt rein. Was ist los, Sir? Kann ich Ihnen helfen? Oh, mir ist speiübel. Übernimm bitte das Steuer, Junge. Diese Austern gestern. Sir, ja, Sir. Ich tauche sofort wieder auf. Nein, bitte. Das ist nicht schwer. Außerdem hast du ja bereits Erfahrung. Wir sind ganz nah dran. Wenn Sie meinen, Sir. Justus, pass doch auf! Entschuldigen Sie, Sir. Justus, das teure Boot. Nur ein kleiner Ausrutscher, Dr. Foster. Sir, schauen Sie, Sir. Da ist endlich etwas. Da ist ein großes Loch in dem Wrack zu erkennen. Sollen wir dort eintauchen? Ja. Sir, ich finde es wirklich ausgesprochen leer für ein Schatzschiff. Wie enttäuschend. Ist denn hier gar nichts? Da ist etwas. Sieht nach einem goldenen Objekt aus. An einer Skeletthand. Wie außergewöhnlich. Ich fahre den Greifarm aus. Naja, immerhin ein Artefakt. Vielleicht hilft es, den Verbleib des Schatzes zu klären. Warten wir ab, bis wir oben sind. Endlich wieder an Bord, begutachtet die Gruppe den Gegenstand, den Justus und Simon Foster aus dem Wrack geborgen haben. Es handelt sich um einen Ringfingerknochen, an dem ein alter Siegelring steckt. Nach den Jahrhunderten auf dem Grund des Meeres fällt ein verblasstes und teilweise verkrustetes Wappen darauf nicht sofort ins Auge. Insgesamt lässt sich die Enttäuschung trotz des Fundes kaum verbergen. Nun, wie dem auch sei, ich werde für den Ring erst einmal eine Reinigungslösung ansetzen. Zum Glück habe ich alles hier. Aua, verdammt! Heute ist nicht mein Tag. Was ist los, Sir? Ich, Trottel, habe mir an dem kaputten Glasfläschchen mit der Lösung den Finger verletzt. Könntest du mir aus dem Medizinschränkchen an der Wand der Kajüte bitte ein Pflaster holen, Peter? Klar, Sir. Kommt sofort. Na klar machen wir das. Hier, da haben wir ja das Medizinschränkchen. Mal sehen, was wir da noch drinne finden. Mr. Foster, wo sind denn hier die Pflaster? Die müssten gleich neben dem roten Fläschchen mit dem Narkotikum stehen. Können wir das nicht auch mitnehmen? Nee. Dann nehmen wir mal die Pflaster. Ja, hier. So, dann wollen wir den mal geben. Wir wollen ja nicht, dass er verblutet. Komm, hier. So, hier ist das Pflaster. Besten Dank, Junge. So, dann werde ich die Reinigungslösung jetzt ansetzen. Nun ist der Ring in der Brühe. Da, schaut mal.
Unter der Verkrustung ist ein Wappen. Leider kann man noch nicht genug erkennen und es dauert 1 bis 2 Stunden, bis der ganze Dreck herunter ist. In der Zwischenzeit sollten wir uns vor allem noch einmal die Bilder der Unterwasserkamera von eurer Tauchfahrt vor Augen halten. Richtig. Vielleicht sehen wir weitere Details, die wir bis jetzt übersehen haben. Auf! Was war das für ein Geräusch? Da muss jemand hinter uns durch die Tür geschlichen sein. Ich schau mal nach. Da, der Ring ist fort. Nicht? Man hat ihn aus der Lösung genommen. Niemand zu sehen. Willen. Das ist eine Katastrophe. Hinterher, Peter! Das macht keinen Sinn. Wer immer das war, er kennt sich auf den verschlungenen Wegen des Schiffs aus. Hier sind viele neu angeheuerte Helfer aus Panama an Bord. Wir haben keine Chance. Vielleicht doch. Wir wissen ja zumindest ansatzweise, wie das Wappen aussah. Wir bräuchten irgendein Archiv, wo wir nach alten Wappen forschen könnten. Ein Archiv? Vielleicht in einem Museum? Keine Frage. Faszinierend. Aber nicht mein Fachgebiet. Naja, kann ja sein, dass im Internet wieder etwas Passendes zu finden ist. Da müssten wir doch unter den Begriffen... Wappen 1560 Panama. Gute Idee, Peter. Ich schau mal nach. Wappen 1560 Panama. Hier haben wir schon etwas. Eines der 5 Wappen muss es sein. Die Abbildungen sind grau und grau. Das macht es schwieriger, Kollegen. Die sehen alle irgendwie fast gleich aus. Das stimmt. Obwohl wir schon das eine gesehen haben. Das ist es wohl nicht. Das war das Wappen eines Landadligen, der 1520 ohne Nachkommen gestorben ist, steht hier. Also ich weiß schon, dass es das hier mit dem Schwert, das haben wir schon gesehen. Und zwar war das auf der Säule in dem Keller. Da hat man so gesehen, so ein schräger Strich, den ich erwähnt hatte. Und das wird bestimmt dieses sein. Ich klicke jetzt trotzdem mal die anderen an, um mal zu schauen, was die zu sagen haben. Nee, kann nicht sein. Das Wappen sieht auf der folgenden Internetseite ganz anders aus. Die Farben passen gar nicht. Nein, die Farben passen nicht zu denen des Ringwappens. Nein, hier steht, dass dieses Adelshaus nur einen kleinen Kontor in Panama hatte und nie vor Ort ansässig war. Junge, Junge, schaut mal her! In Bezug auf unser Wappen findet sich hier die Adresse von einem kleinen Piratenmuseum in Panama. Die Seite heißt Die Familie Sanchez, Panamas berüchtigter Piratenclan. Sensationell, Kollege. Wir werden uns sofort diesem Piratenmuseum zuwenden und intensive Nachforschungen anstellen, Kollegen. Just. Ich sollte eher mal zum Schifffahrtsmuseum hier in der Stadt gehen und etwas für mein Referat tun. Sonst werde ich nie fertig. Okay, Zweiter. Mach das. Vielleicht kannst du dort auch noch etwas über unseren Fall herausfinden. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Aber Hamie und ich sollten wohl als erstes die Polizei über den Diebstahl des Rings informieren. Na gut, dann auf ins Museum, würde ich sagen, ne? Da, hier geht's raus. Kapitel 4. Der Haken an der Nase. Justus und Bob begeben sich zu dem kleinen Pirateriemuseum, während Peter missmutig den Recherchen zu seinem Referat im hiesigen Schifffahrtsmuseum nachgeht. Das muss das Pirateriemuseum sein, Kollege. Sieht sehr alt und vornehm aus. Ich hätte mir ein Piratenmuseum eher schäbig vorgestellt. Ja, gut. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist eine Kassiererin. Können wir einfach durch? Ne? Ne. Geht nicht. Dann wollen wir mal mit ihr sprechen. Guten Tag, Signora. Wir würden gern das Museum besichtigen. Ah, Americanos, was? Das macht $2 ermäßigt für Schüler, für jeden. Wir haben leider kein Geld dabei. Dann darf ich euch leider nicht einlassen. Das ist ja doof. Bob, was sagst du dazu?
können wir jetzt machen? Vielleicht könnten wir sie überzeugen, dass wir an einem wichtigen Fall arbeiten. Das glaubt sie doch nie. Uns kennt doch hier niemand. Wir können es ja probieren. Nun, Chicos, ich kann euch leider nicht einlassen ohne das Eintrittsgeld. Wir sind Detektive aus Kalifornien, Madam, und arbeiten an einem wichtigen Fall, der uns zu diesem Museum führt. Könnten Sie nicht bitte eine Ausnahme machen? Also, ich habe schon viel gehört, aber das ist sehr originell. Wer sagt mir denn, dass ich es hier wirklich mit Detektiven zu tun habe? Wir haben Visitenkarten. Hier, guck. Ah, wenn das so ist, fantastisch. Ihr seid also die Antwort auf Miss Marple. Wunderbar. Nun ja, wenn Sie es so auslegen, auf jeden Fall würden wir gern umsonst das Museum betreten. Habt ihr denn schon richtig komplizierte Fälle gelöst? Ihr seht mir recht jung aus. Natürlich. Wir sind in unserer Heimat ziemlich bekannt. Die Polizei in unserem Heimatort Rocky Beach kennt und schätzt uns. Rocky Beach kenne ich nicht. Miss Marple wohnt in England. Wir konnten schon einige Erfolge verbuchen. Ich habe schon schlechtere Lügen gehört. Na los, rein mit euch, Wale. Gut, jetzt können wir endlich rein. Und uns ein bisschen umschauen. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun, und zwar vermutlich morgen. Bis dahin. Tschüss.